Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Inside Wall Street aus dem Studio der New York Stock Exchange. Und bei mir ist Sandra Navidi, die Geschäftsführerin von Beyond Global. Schön, dass Sie da sind, Frau Navidi. Danke, Herr Koch. 40% der Italiener sind in antieuropäischer Stimmung. Am Wochenende sehen wir die Wahlen. Und wer ist wieder mit dabei? Silvio Berlusconi, der möchte gerne wieder Ministerpräsident werden. Hat der Papst vielleicht dann doch geholfen, dass er es nicht wird? Oder sehen wir wieder einen Berlusconi an der Macht? Es ist nicht auszuschließen. Es ist nicht das wahrscheinlichste Szenario, aber die Umfragen sagen auch nicht alles aus. Jetzt sind sie ja so kurz vor der Wahl sogar verboten. Aber in der Vergangenheit hat man dort gesehen, dass die Leute sich gar nicht getraut haben, das in Umfragen zuzugeben und dann nachher doch Berlusconi gewählt haben, was ein Grund dafür war, dass er dann so angeblich kurz vorher noch aufgeholt hat. Aber im Grunde genommen sind wahrscheinlich mehr Leute für Berlusconi, als einem das lieb sein könnte. In der letzten Umfrage war er nur noch gute 4 Prozentpunkte hinter dem Oppositionsführer. Aber er hat ja auch die ganze Medienmacht hinter sich, seine Fernsehsender. Sehen wir da, dass, also ich frage mich immer, warum wir keinen Aufschrei praktisch sehen, diese ganzen Korruptionsmachenschaften dahinter. Sind die Italiener so blind? Ja, ich denke, das ist nicht nur ein Mann, der etwas Spezielles, sondern er ist eine Manifestation einer gewissen Kultur. Die mag jetzt langsam der Vergangenheit angehören, hoffentlich, aber es gibt doch immer noch Menschen, die auch die Vergangenheit und den Wirtschaftsaufschwung der letzten Jahrzehnte mit ihm verbinden. Der Mann hat Charme, er hat was Verschmitztes. Sie können ihm wohl irgendwie nicht so richtig böse sein. Viele haben Angst vor ihm, die ihm etwas entgegensetzen könnten, weil er eben so einflussreich ist. Aber von daher ist es unglaublich. Aber sie können sich mit ihm identifizieren. Das können sie zum Beispiel mit Monti nicht. Monti ist sehr, wie sagt man, also etwas mehr beamtenmäßig, etwas trockener, sehr sachlich. Der hat irgendwie keine Zündung, die Italiener mitreißt. Aber Italiens Industrie verliert weiter an Schwung. Was müsste man denn machen, um da wieder auch ökonomisch an Fahrt zu gewinnen? Grundsätzlich ist Italien mit den Monti-Reformen auf dem richtigen Weg. Die müssen jetzt nur durchgezogen werden. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, diese Reformen zu stoppen oder umzukehren. Dann unterminiert man die Erholung. Dann ist auch irgendwann nicht mehr zu rechtfertigen, dass Europa sich hinter Italien stellt oder dass zum Beispiel auch die EZB weiter in Italien hilft. Insofern ist es ein nicht zu unterschätzendes, größeres Problem potenziell für Europa. Und auf der Tagesordnung steht nun auch wieder Zypern. Es wird wohl schwerfallen, der deutschen Bundesregierung im Bundestag auch wieder dafür zu werben, dass man dort Milliarden vielleicht reinpumpen muss. Was denken Sie? Ja, das sind alles so kleine Scheibchen, die sich übereinander lagern und irgendwann ist so der Punkt erreicht, wo man nicht mehr damit einhergehen kann. Das kann man dem deutschen Steuerzahler kaum verklickern. Zum Beispiel Berlusconi macht jetzt im Wahlkampf auch Steuergeschenke und sagt, Steuersünder sollen Amnestie bekommen. Auf der anderen Seite soll Italien gestützt werden von Europa. Zypern, da haben die reichen Russen, Oligarchen ihr Geld gewaschen und geparkt. Und im Notfall soll jetzt dann auch wieder eben der europäische und damit auch der deutsche Steuerzahler dafür einstehen. Und das ist irgendwann natürlich nicht mehr vertretbar. Aber mit Zypern hat man ein Problem. Man kann es auch nicht einfach fallen lassen. Man kann auch nicht einfach die privaten Gläubiger daran beteiligen, an den Verlusten, weil das hat man bei Griechenland gemacht. Das hat zu einem kleinen Problem geführt. Da hat man gesagt, okay, das war nur begrenzt auf Griechenland, nur eine Ausnahme. Es war auch ein Fehler, hat man irgendwie eingestanden. Aber wenn man das jetzt noch bei einem anderen Land macht, werden sich die Investoren bei anderen Ländern darüber Gedanken machen, sagen, ja, wer weiß, was in dem und dem Land passiert und wie es da gerechtfertigt wird, dann ziehen wir dort unser Geld auch ab. Auch gerade, wenn Sie das Thema Geldwäsche ansprechen in Zypern, da gibt es ja die Forderung der EU, dass da etwas passieren muss. Aber man hat nicht das Gefühl, dass wirklich etwas passiert. Ich denke, man verhandelt jetzt hinter den Kulissen. Natürlich, die Russen haben auch nicht das größte Interesse daran, wenn man diese Box der Geldwäsche aufmacht. Wer weiß, was da noch für Würmer hervorkommen und für Geschäfte, die dort getätigt wurden. Also von daher haben sie vielleicht auch einen kleinen Anreiz mitzuziehen und das Ganze versuchen, irgendwie gütlich zu einigen. Denn ansonsten ja, hat auch Deutschland ein Problem. Aber ich denke, die Tendenz ist doch dahin, dass man sagt, wir werden irgendwie versuchen, Zypern mit über die Wupper rüber zu retten. Nächster Kandidat, Spanien, verfehlt das Defizitziel. 6,3% war das. Man wird irgendwo unter 7% vermutlich landen. Erwartet man zu viel? Sollte man vielleicht kleinere Schritte gehen? Ja, grundsätzlich schon. Also ich würde sagen, dass aber Spanien auf dem richtigen Weg ist. Es ist natürlich, man darf sich nicht vertun. Es ist alles sehr wackelig und gefährlich und nicht sicher. Zum Beispiel, wir sehen jetzt eine
Pleite eines der größten Immobilienfirmen dort, die Milliarden Verluste haben. Das wird sich natürlich wieder auswirken, auch auf die Banken dort. Also es ist keine sichere Wette, aber es sieht zumindest nicht schlecht aus. Einige der Reformen greifen schon. Es gibt auch schon einige Firmen, die wieder zurückgehen jetzt nach Spanien, weil die Arbeitsmarktreformen dort greifen. Man ist also nicht ewig gebunden an Arbeitnehmer. Man kann die auch leichter wieder kündigen, wenn irgendwas passiert. Das ist natürlich ein Anreiz für Firmen, dort wieder anzusiedeln und Arbeitsplätze zu schaffen. Und auch Portugal bittet nun um mehr Zeit, um die Haushaltsziele zu erreichen. Sollte man diesen ganzen Ländern, Griechenland, Portugal, Spanien, eben doch mehr Zeit einräumen und nicht so viel erwarten auf einmal? Ich denke, man ist ein bisschen Stop and Go. Man muss schauen, wie sich die Länder bemühen und was dabei rauskommt. Und wenn man sieht, dass ein Land wirklich sein Bestes gibt, darf man auf der anderen Seite auch die Bevölkerung nicht überstrapazieren, weil das kann dann irgendwann auch wieder ins Gegenteil umschlagen und sich gegen die Reformen wenden. Also von daher würde ich sagen, ja, wenn ein Land sich bemüht und gute Ergebnisse vorzuweisen hat, sollte man ihm ruhig etwas mehr Zeit einräumen. Sagt Sandra Navidi, die Geschäftsführerin von Beyond Global. Vielen Dank, dass Sie heute da waren, Frau Navidi. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke schön fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder hier aus dem Studio der New York Stock Exchange. Und mehr Informationen finden Sie noch auf unserer Webseite www.daf.fm.